Nico, was ist das bloß mit dir und den Ziegen? Was ist das bloß mit dir und den Ziegen? Ich habe nicht deine ganze Spezies gegen mich aufgebracht. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. Nicht Fall. Ja, wir sollen jetzt hier, sind auf der Suche nach dem Garten Eden, weil da wohl irgendwie jemand Gott killen will oder so. Und ja, schauen mal, dass wir, oder was, den Teufel beschwören? Oder beides? Auf jeden Fall versuchen wir das Ganze hier aufzuhalten und haben hier Nico und Shears im Gepäck. Wir quatschen mal mit den beiden und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Und die Ziege, die da wird sich ja hier der olle George gleich sehr freuen. Was glaubst du, werden wir vorfinden? Naja, ich schätze mal uralte Prophezeiungen, übernatürliche Flüche, Teufelsentfesselung. Na, ich hoffe ja. Heute ist unser Glückstag. Alles klar, Shears? Klar. Muss bloß kurz verschnaufen. Okay, dann haben wir hier einen Feigenbaum, also der traut sich nicht so viel zu. Oh, Leute, der Teufel. Wir haben ein kleines Problem. Der Teufel ist schon entfesselt, was? Etwa Langham? Schlimmer als das. Kommt mal her und guckt. Oh, George, mach doch nicht so ein Drama draus. Oh, da, eine Ziege. Sie mögen Ziegen? Ich liebe sie. Hey, wir könnten sie Donna nennen. Was für ein hübscher Name. Nicht wahr, Prinzessin? Hast du Hunger, Schätzchen? Okay, während du hier den Ziegenflüsterer raushängst, sehe ich mich mal um. Das ist ein Wolframlaster, was bedeutet, Langham ist nicht weit. Ja, hier, Donna, war das nicht hier die Bill von den Dingsspielen, von den Deponia-Spielen? Es war ein alter, knorriger Feigenbaum. Ein Zweig knapp außer Reichweite der Ziege hing voller reifer Feigen. Es war ein alter, knorriger... Okay, gut. Feigen. So, jetzt komm. Handvoll Feigen. Mach dich auch beliebt, komm. Jetzt bin ich mal gespannt, was bei ihm passiert. Sie wurde gierig verschlungen. Oh. Ich habe immer noch eine Handvoll Feigen. Schee. Noch ein wütendes Ziegenvieh. Was hatte ich bloß angestellt, um mir den universellen Zorn der ganzen Ziegenheit zuzuziehen? Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, das goat uns auch nichts an. Streichel sie mal, komm. Einen Moment lang überlegte ich, ob ich die Kreatur streicheln sollte. Der Moment ging rasch vorbei. Nico, was ist das bloß mit dir und den Ziegen? Was ist das bloß mit dir und den Ziegen? Ich habe nicht deine ganze Spezies gegen mich aufgebracht. Hey, Shears. Was? Geht's jetzt besser? Diese Hitze macht mich ganz wuschig. Wissen Sie, was ich meine? Nicht wirklich. Da war ein riesiger, natürlicher Steinbogen. Das alles war erstaunlich. Da war ein riesiger... Okay. Gut. Hier geht es also nach links. Am Boden lag ein riesiger Steinkopf. Seht meine Werke, Mächtige, und erbebt. Am Boden... Okay, ja. Nur dasselbe nochmal. Derselbe Text nochmal, derselbe Text nochmal. Oh, 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 oh. Da seid ihr ja. Aber wo ist Langham? Psst.
in der Spalte? Was ist das denn jetzt? Glaubt ihr, der Boss kommt raus? Weiß nicht, ey, ist mir auch Latte. Ich sollte bloß ein Loch in den Felsen da machen. Ich bin fertig hier. Wart nur noch auf meine Mitfahrgelegenheit. Geben wir ihm maximal eine halbe Stunde. Ich find's gruselig hier. Jetzt hab dich nicht so. Paar alte Statuen. Was kann da schon schief gehen? Das? Ist gut. Wie du gesagt hast. Halbe Stunde. Wir müssen an diesen Idioten vorbei und längem aufhalten. Schwierig. Die haben reichlich fette Wumm dabei. Außerdem bin ich ein geläuterter Mensch. Sinnlose Gewalt habe ich aufgegeben. Miss Collar ist dabei, mich aus der Dunkelheit ins gelobte Land zu führen. Einen Tag nach dem anderen. Ganz klasse, Shears. Echt gutes Timing. Wir müssen irgendwie an denen vorbei. Ja, also, ich sag mal so, wenn es darum geht, die Welt zu retten, ist es dann sinnlose Gewalt? Ich war so nah dran wie möglich, ohne entdeckt zu werden. Drei von Langhams Männern. Sie waren schwer bewaffnet und sahen gefährlich aus. Die mussten wir aus dem Weg kriegen, wenn wir Langham aufhalten wollten. Ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung dieses Rätsel geht, weil die haben ja jetzt irgendwie Angst vor Übernatürlichen und irgendwie sowas müssen wir wahrscheinlich simulieren, dass sie sich in die Hose machen und abhauen. Da, gehe ich fest davon aus. Shears beäugte die Wachen wie ein Habicht. Ein rosafarbener, ferkelgesichtiger, schwitzender Habicht. Habicht! Wie viele Haare hat der Habicht? Ja, man kennt's. Nico war ganz aufgekratzt. Sie war absolut in ihrem Element. Bin gerade am Überlegen, ob Habicht nicht auch bei Didi der Doppelgänger vorkam. Also, was machen wir mit diesen Typen? Du könntest sie vielleicht irgendwie ablenken? Ich glaube ja. Weil ich glaube, die Sekretärin da, die hieß irgendwie, ich glaube, ursprünglich Kranich eigentlich und der hat sie versehentlich Habicht genannt oder so. Irgendwie so war das, glaube ich. Der hintere Teil des Lasters war voller versiegelter Kästen und Kisten. Obendrauf hatte jemand eine Kuriertasche geworfen. Ich griff mir die Kuriertasche. Es war lauter Militärzeug drin. Eine Kuriertasche aus Segeltuch, voller gefährlich aussehender Dinge. Ich wollte nicht darunter gehen, ehe die Wachen aus dem Weg waren. Okay, also die Felsformation, die haben wir doch sicher auch nicht ohne Grund da. Kann ich hier... Das würde nie funktionieren. Nee. Das würde die Ziege wohl kaum zu schätzen wissen. Ich wollte doch gerade sagen, das macht die jetzt nicht. Nee, ich musste was anderes versuchen. Hast du eine Idee? Hey Nico, sieh dir das an! Wo hast du das Ding denn her? Das lag hinten in dem Wolframlaster. Der Inhalt wirkt ein bisschen militärisch. Ich fürchte, Shears kennt sich mit dem meisten Militärkram gut aus. Vielleicht kann er uns erklären, was das ist. Das war meine nächste Idee. Beziehungsweise mein nächster Plan. Hey Shears! Hallo, Schätzchen. Was ist das ganze Zeug da? Größtenteils Sprengstoff. Ist ja ein richtiger kleiner Schatz. Okay, ich will das Blatt. Ja gut, Dynamit... Ist das etwa das, wofür ich es halte? Vorsicht! Dynamit ist launisch, unberechenbar und gefährlich. Genau wie meine Alte. Keine Gymnastik, während sie das Zeug in der Tasche haben.
Okay. Das war entweder eine Riesenstange Kaugummi oder ein Block Sprengstoff. Die Schrift an der Seite erklärte alles. Okay. Dynamit. Also wenn Shears schon sagte, das sei gefährlich, musste es wirklich gefährlich sein. Ich vermute mal, das ist keine Riesenstange Kaugummi? Volltreffer, Georgie Boy. Es ist TNT, aber keine Schweißausbrüche deswegen. Es ist total sicher, solange Sie nicht an der Zündleine ziehen. Und wenn, sagen Sie vorher Bescheid. Das war eine Rolle Klebeband. Wenn man etwas mit Klebeband nicht reparieren kann, hat man nicht genug Klebeband verwendet. Eine Papprolle mit etwas, das wie Draht aussah. Was ist das? Zündschnur. Schneiden Sie ein Stück ab, stecken Sie es in irgendwas, das Rums macht, zünden Sie es an und dann nix Sie weg. Klingt kinderleicht. Ist es. Bis man einen Fehler macht. Was um Himmels Willen ist das, Shears? Sieht gefährlich aus. Vorsicht! Könnte alles Mögliche sein. Gelatine-Dynamit, Plastiksprengstoff, oder? Das Mittagessen von irgendwem. Genau. Ich glaube, was Sie da haben, ist eine Wurst. Einheimische Delikatesse, vermute ich. Würstel. Okay. Oh. Es war ein ramponiertes altes Feuerzeug. Auf der Vorderseite stand, hier könnte Ihr persönliches Monogramm stehen. Das hätte ich erst gar nicht gesehen, das war Zufall. Das klassische Macho-Feuerzeug. Ich nahm es, mir war jede Hilfe recht. Weil ich mich schon gewundert hatte, dass dies nicht automatisch aus diesem Screen hier geht, aber scheint jetzt wirklich nichts mehr zu gehen. Geben. Okay, Weg. Ich wollte nicht darunter. Also, wir machen mal... Bei genauerem Hinsehen merkte ich, dass an dem TNT bereits ein Zünder angebracht war. Was ich etwas beunruhigend fand. Dynamit. Was muss ich hier in die Luft sprengen? Kann ich der Ziege einfach die Wurst geben? Ich zeigte Donna die Wurst. Sie war nicht besonders beeindruckt. Donnerwetter aber auch. Kann ich jetzt hier das Dynamit hier in die Ladefläche packen? Oder warte mal. Ah. Ich wollte eigentlich nur... Egal. Probieren wir es. Hier, an der Tür des Lasters prangte ein Wolfram-Logo. Hier waren wir richtig. Schauen wir mal rein. Die Fahrertür war abgeschlossen. Die Tür war fest verschlossen. Okay. Ich kann hier aber wirklich nicht... Komm her, George. Hä? Okay, das ist neu. Hat sie eine Idee oder was? Was machst du denn? Was machst du mit dem Laster? Wir brauchen was als Ablenkung. Ich dachte, vielleicht jage ich ihn hoch. Oh, das ist eine gute Idee. Hey, meinst du das ernst? Nein, George, tue ich nicht. Den Laster in diesem Tal hochzujagen, hätte katastrophale Konsequenzen. Okay, da hast du wohl recht. Ich übernehme den Sprengstoff, George. Aber... Nein, kein Aber, George. Am Boden lag... Okay. Hey, Nico, sieh dir das an. Ich glaube, das hilft uns jetzt nicht weiter. Okay, kann ich irgendwas davon irgendwie kombinieren? Das passte nicht zusammen. Keine Räucherwurst. Ich wusste, es war eine Wurst. Shears wusste, es war eine Wurst. Aber ein kleines Stück Schmelzdraht als Lunte und voilà. Oh. Dynamit. Das war eine geruchsintensive Wurst mit einem reingesteckten Stück Schmelzdraht als Lunte.
konnte durchaus als Dynamit durchgehen, solange niemand dran schnüffelte. Oh. Okay. Wir machen also den hier. Alles klar. Ich musste vor dem Anzünden überlegen, was ich damit machen wollte. Auf die draufwerfen. Die Wurst würde ich nicht so weit werfen können, vermutete ich. Okay. Shedu, Shedu. Dunkles Loch. Shedu. Das würde nicht funktionieren. Die Wurst würde er nicht so weit werfen können. Nee. Nie im Leben. Nie im Leben, okay. Tja, Shedu. Eine tolle Idee, ja. Das klappte. Das wollte ich nicht in die Kuriertasche stecken. Was hältst du von unserer Idee? Hey, Shears! Sie haben die Salami scharf gemacht. Kapiert? Scharf? Nein, nicht wirklich. Okay. Hey Nico, sieh dir das an. Was in aller Welt hast du denn da? Das ist deine Wurst. Und was steckt da drin? Zündschnur. Vertrau mir, ich habe einen Plan. Hast du zu viele Zeichentrickfilme geguckt? Sehr schön. Okay, aber ich würde sagen, was wir mit diesem Fake-Dynamit machen, das schauen wir im nächsten Part, weil für diesen soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen und wir uns auch beim nächsten Mal wieder sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Baphomets Fluch 5. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.